Rundenbericht. Sieht aber so alles in allem ganz gut aus. Wir haben Renald Marketain als neues Familienmitglied. Unsere Städte entwickeln sich auch hervorragend. Ach, Portugal wurde exkommuniziert. Das ist ausgezeichnet. Jawohl. Fühlt sich nicht geschätzt. Soll sich doch nicht so haben hier. So, jetzt dürfen wir erstmal fortbilden, Leute. Und zwar ordentlich. Das wird uns jetzt wahrscheinlich einiges kosten, aber... Gut, reparieren müssen wir dafür nichts. Toulouse lassen wir jetzt mal als Festung, würde ich vorschlagen. Den Rüstungsschmied, den holen wir uns da auf jeden Fall. Wolltet ihr wirklich mit mir reden? In Bordeaux. Mein König. Eure Befehle. Rücke vor, mein König. So. Na gut. Unser Volk war siegreich für unseren König. So, in Caen habe ich jetzt ein ganz in Angers habe ich jetzt ein ganz kleines Problem. Verkehr. Ihr habt mir nichts zu befehlen. Was ist da beim Gegner drinnen? Kampf, ihr Feigling. Na gut, wobei da könnte ich eine Echtzeitschlacht gewinnen, aber sicherheitshalber bilde ich in Caen mal. Oh, wie viele habe ich denn hier sitzen? Du Heiliger. Sicherheitshalber bilde ich in Caen mal noch ein bisschen was aus. Ja, genau, ein bisschen Highland-Gesindel kann nie schaden, ne? Ne, ein paar Highlander, Adels-Highlander und einmal so Pikeniere noch. Sicher ist sicher. So. Ja, mein König. Den müssen wir mal hier. Wer widersetzt sich dem göttlichen Mandat? Verbrennen diesen Ketzer. Ich stelle sie vor Gericht, aber Gott wird urteilen. Ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. So. Mein König! König Vincent. Naja, herrlich. Naja, den werden wir jetzt mal schnell beseitigen, würde ich vorschlagen. Wir sollten aber ein bisschen was von der Armee hier lassen. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Es ist mir eine Ehre, mein König. Naja, Mut gut. Und Ehre, Soldaten! Wir ziehen Stephen Kenmore ist ein vielversprechender Kommandant. Sehr gut. In Hamburg sieht es auch einigermaßen stabil aus. So, blockiert den Hafen. Gut, das würde ich mal sagen. Die Dänen, die können jetzt mit den lieben Polen kein Bündnis eingehen, solange wir mit denen im Krieg sind. Genau, Marseille haben wir ja noch eingenommen. Da erinnere ich mich noch schwach dran. So. Ich glaube, wir können hier den Steuersatz... lieber doch nicht. Ja, Herr. Was ist denn hier jetzt los? Marschiert! Warum kann ich denn hier jetzt nicht so eine bescheuerte Befestigung bauen? Natürlich. Schottischer Wachturm. Ja, das ist ja relativ schön, aber... Mi, mi, mi! Vorwärts! Morgen marschieren wir weiter. Ach, komm. Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Ja. Gut. In Bern, das soll ja sozusagen meine vorgeschobene Basis hier werden. Ihr habt mich vielleicht gefunden, aber fangen könnt ihr mich nicht. Naja, aber ich kann dich töten, also. Jetzt bilde ich aber erstmal zur Verständigung mit den Spaniern, weil wie stehen denn die Spanier eigentlich so hier? Spanien, Verbündete keine. Und Feinde Mauren. Das heißt, bevor die sich mit den Portugiesen irgendwie kurz schließen. Warum kann ich jetzt hier noch keinen. Baue wahrscheinlich erst ein Rathaus oder ja, ermöglicht Diplomat. Gut, dann baue ich hier ein Rathaus. Danach auf jeden Fall Handelseinkommen, Handelseinkommen, Handelseinkommen und noch mehr Handelseinkommen. So. Toulouse. Gut, gegen. Ja, wie gesagt, der soll mich ruhig angreifen. Der soll mich nur angreifen. Und dann kümmern wir uns mal um den Portugiesen hier oben. Dadurch, dass die jetzt exkommuniziert sind, können wir die schlussendlich aus Frankreich verbannen. Was wir ja auch so wollten. So, hier sieht es eigentlich auch ganz nice aus. Sieht eigentlich überall ganz nice aus. Es wird auch noch überall gebaut. Also würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir beenden die Runde. Das finde ich jetzt aber unsexy. Warum ist da meine Verstärkung nicht mit dabei? Naja, die Dijon holen wir uns wieder. Da hatte ich jetzt keinen Bock auf eine Echtzeitschlacht. So.
Ja, nimm's nur ein. Für eine Runde oder für 20 Sekunden oder was weiß ich. Die Franzosen, die werden eh nicht mehr lange unser Problem darstellen. Das schon mal vorweg. Eine Schwertschmiedegilde in Hamburg. Jawohl, auf jeden Fall. Da können wir dann unsere Truppen mit besseren Schwertern... Was? Die haben gleich die Bevölkerung ausradiert. Wie krank seid denn ihr Franzosen drauf, hey? Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Ja, mein König. Wie blöd muss man eigentlich sein, hey? Ihr seid doch so dumm, echt. Also, Franzosen sind ja echt... stehen ja Perversion und Idiotie in nichts nach. Finde ich jetzt. Nottingham ist nun eine Zitadelle und damit die höchste Verbesserung. Eine Burgbibliothek, das habe ich auch noch nie gesehen. Ermöglicht Spion und Diplomat. Ist das so ein Special-Gebäude von den Schotten, oder wie? Ich kann hier nämlich jetzt auch nur noch eine Waffenkammer bauen. Was kann ich jetzt hier noch zusätzlich rekrutieren? Adelsschwertkämpfer. Ja, das ist ja mal geil. Die sehen ja mal richtig nice aus. Holla die Waldfee. Möglich Adelsheiland, Adelsheiländer, Heiländer, Heilandgesindel. Ja gut, Adelsschwertkämpfer. Das ist ja mal richtig edel. Ein schwerer Rüstungsschmied. Ja, von den Bogenschützen sind die halt jetzt eben nicht so toll, aber... im Nahkampf wird eigentlich eh alles entschieden. Dann bauen wir hier auf jeden Fall noch einen schweren Rüstungsschmied rein. Und so eine Burgbibliothek, denke ich mal, kann nicht schaden. Die holen wir uns dann auch noch dazu. So, in Caen wurde alles rekrutiert zu meiner vollsten Zufriedenheit. Das heißt, wir können rein nach der Theorie... mal die Jungs, die wir hier stehen haben, da hinschicken. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Ehre und Stärke. Zum Franzmann sagen, verpiss dich. Wir haben gesiegt. So, die Dänen haben also eine neue Front eröffnet. Mut und Ehre, Soldaten! Ja, jetzt halt ja mal die Schnauze da unten, hey. Meine Güte. Ja, endlich. So, Fortbildung. Das sieht ganz gut aus. Ah, ich habe aber ein bisschen hier Angst um Marseille. Nur in der Schlacht können wir uns miteinander abgeben. Ja, scheiß doch auf Portugal, aber mal sowas von, ne? Portugiesen können eh nicht über viele Wege hier rüberkommen. Und wenn ich die paar Grenzen hier... Das hier gehört Portugal, oder? Saragossa. Ah, den Portugiesen gehört aber ganz schön viel. Was gehört an den Spaniern eigentlich noch? Toledo. Sonst nix. Eieieiei. Mein König. Bewegung! Jetzt, warum kann ich denn hier nirgendwo so einen geschissenen Wachturm hinstellen? Das Überraschungs- ja, endlich. Hinterhalt im Wald vorbereitet, mein Herr. Ja, errichte einen Wachtposten. Bewegung! Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Ich glaube, hier rekrutiere ich lieber noch ein bisschen Pikenmiliz. Kann nie schaden. Hier kommen auch die... Oh, hier kommen überall Penner, hey. Mein König! Ja! Natürlich! Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Fehler, Herr? Gut. Brauchen wir in Bern auf jeden Fall ein paar Bogenschützen und ja, nehmen wir uns noch so Adelsheiländer mit dazu. So, warum sieht es denn in Frankfurt so kacke aus, hey, sag mal. Naja gut, sie sind ja nur desillusioniert, das geht ja noch. So, hier können wir auch weiterhin fortbilden. Beziehungsweise wir können jetzt die ganzen Waffen von unseren Truppen fortbilden, das ist natürlich relativ nice, was wir auch nutzen sollten. So, was ist in Edinburgh los? Na gut, da wird nächste Runde... Ja, jetzt können wir hier, glaube ich, die Steuersätze mal alle wieder auf normal stellen, denke ich mal. So, Ratskammer. Dublin ist schon normal. Dublin wird nächste Runde auch zur Stadt. In York ist auch noch sehr hoher Steuersatz. Machen wir jetzt überall mal normal, dass es... Völken, ja gut, in Burgen kann man es ja eh nicht ändern. In London ist hoch, da machen wir es jetzt auch mal normal. So, dann ist alles wieder normal. Bis auf das, dass hier noch Franzosen in Frankreich sind. Das gehört sich ja mal gar nicht. Nee, also jetzt werden wir natürlich schauen, dass wir hier... Ja, Herr. Mein König! Bordeaux lassen wir natürlich verteidigt und... Marschiere stolzen Herzens in die Schlacht, Herr. Ja, mein König. Renés greifen wir natürlich an. Stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. In Metz. Warum wird hier nichts gebaut? Gleich mal ein Rathaus.
Kornmarkt, Bordell. So. Wie ihr wollt, mein König. Stelle mich dem Feind. So, jetzt hoffe ich mal, die Franzosen greifen nicht die Runde Marseille an. Das wäre ein bisschen scheiße. Oh, bei Dijon greifen sie mich an. König Vincent und François. 38. Ach du Scheiße, was zum Teufel? Na gut, Leute, dann. Ich lasse mich da doch gerne mit drauf ein und. Ich weiß, ein paar von euch mögen das nicht, wenn ich so viele Echtzeitschlachten mache, aber ich finde, es ist einfach ein Kernelement von diesem Spiel und das. Ja, wir waren ja jetzt nicht wirklich überlegen dem Gegner. Also laut Aufstellung waren wir gerade mal 1:1 und der Gegner ist uns zahlenmäßig überlegen. So. Bauernbogenschützen haben wir auch noch. Haben wir Pikeniere dabei? So, wo sind die überall? Die sind alle ganz vorne. Ja, da der Gegner uns angreift. Heieiei, das könnte ein Gemetzel werden. Geschoss auf jeden Fall mal entzünden, bitte. Und ja. Der Feind bringt Verstärkung. So. Da fangen auch wahrscheinlich jetzt meine ersten schon mal das Feuern an. Ich weiß, Geschosse entzünden ist jetzt vielleicht nicht so wirksam, aber weil die meisten daneben schießen, aber ich denke mal, dass es hier eigentlich ganz gut kommen dürfte. Jawohl. Da geht der Geschosshagel schon los. Und da fangen die nächsten an. Da haben unsere Einheiten schon mal, da habe ich jetzt ganz gut reagiert eigentlich. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt und so weiter. Lass jetzt einfach mal alles, ach weißt du was, das greift noch nicht an. Drauf da. So, und unsere Bogenschützen, die werden wir jetzt gleich mal dafür rüsten. So, habe ich noch welche übersehen? Nope. Unsere Bogenschützen, die dürfen sich jetzt schon gleich mal hier aufstellen für... Da ist jetzt irgendwer gestorben. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Der Henry. Der Henri. Eigentlich ja, um korrekt zu sein. Ha! Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Ja, die Horden. Sehen kann, wie wir den Rest seiner Armee besiegen. Die schottischen Horden, da haben sie einfach mal alles geplättet. So, und François. Das war's mit ihm. Oh, ich sehe gerade, uns wird hier... Uns fällt hier gleich was in den Rücken, beziehungsweise hier unten in die Seite. Das finde ich jetzt aber ausgesprochen unsexy, muss ich sagen. Von da unten, von hinten kommt nichts, okay. Aber von da unten kommt ein bisschen was rauf. So. Ein paar Ressourcen sollten wir auch hier drüben behalten. Was kommt da unten? Frankreich, okay. Das war mir eh klar. So, was haben die hier größtenteils?